Ah, ich weiß nicht, Bro. Muss das wirklich? Ich meine, jetzt ist Fino. Ist auch dead. Kann der Ornis nicht tanken? But no way that we are not tanking that. Okay, Twitch ist horrible. Direkt, das erste, was er macht, ist aus dem Busch eine Minion attacken. Wodurch wir Vision auf beide kriegen, obwohl wir keine Vision im ersten Busch haben. Müssen wir versuchen, hart zu schaffen. Twitch versucht dasselbe, Twitch hat keine Ehe. Was tun die? Was? Ich weiß nicht, warum die abwirken, wenn die keinen Threshold haben. Oh, wichtig. Almeo kann nicht schlechter spielen, weil das hat schon wieder Omega inflated. Dieser Spieler. Mein Gott, das ist gut. Habt ihr gesehen, wie pussy die Mio das gespielt hat? Also. Egal. Sie kann es natürlich nicht schlechter spielen. Sie macht ihr Q, trifft ihr Q gar nicht und läuft dann raus. Sie hat sie getroffen. Das heißt, sie hat legit null Damage gemacht. In dem Fall. Deswegen muss ich beide Sums usen. Ich meine, der Karthus wird ja immer sterben, aber. Er will ja auch sterben dabei. Es ist absolut fein für ihn, da zu sterben. Wir wollen ja Twitch die Wave hinein und zwei Kills. Eintraden. Das ist ein Good Death von ihm gewesen. Da ist es bei mir also. Müssen noch eine Wave pushen, Jungs. Ja, also wird jetzt schon wieder komplett hart for no reason. Wir haben es gewonnen, no? Mein Flash war super bad, glaube ich. Einfach super unnötig. So zu flashen, wie ich geflasht bin, denke ich. Was? Ich sage ja, Twitch ist terrible. Also, das sieht man halt so schnell, weil der Eye-Test lügt halt nicht. Der Eye-Test lügt halt nie. Der Karthus ist halt genau hier hinter. Der Karthus will sterben hier. Das ist bad. Auf ja, so warten, da kann man spielen. Der ja, so intet halt einfach nur, okay. Nein, wir können das, wenn der so nicht straight runterläuft, aber er läuft halt einfach in die rein und stirbt. Okay, Jungle, also mit Support sind extrem schlechte Spieler. Das war fein. Das war knapper, als ich es erhofft hatte. Ja, der Yasuo wollte halt. Offensichtlich so. Er möchte halt nicht gewinnen. Null sollte ganz gut kommen. Das ist huge, das ist ein Shutdown up, actually. Was ist das für ein Weg von Milieu? No way, ja. Wie gesagt, Mitte-Supports sind halt ultra schlecht.
Wieso läuft der Mayo da längs? So, lauf doch einfach mit uns mit. Wir Ontipin Top. What? Warum würden wir jemals denn Ontipin? Aber nein! Okay, I mean, that one is okay, never mind, bro. Ist eine Legende. Nice Knock-up. Ultra getroffen, er sollte super low sein, nice. Okay, ist spannend, das hier zu machen. Aber ohne Flash fühle ich das gar nicht. Bin hier ultra fucked, wenn die Gegner für mich gehen. Okay, wir haben ja einen 10 Damage. What the fuck? Ich kann auch noch gucken, honestly. Okay, Reset. Oh. Gut Ult von mir. Ja, so Map Awareness ist halt so ein Ding, ne? Haben halt meine Soul Lanes nicht. Ich hätte ja eigentlich PD vervollständigt, aber ich hatte kein Geld für PD, deswegen habe ich aber einen Werf gekauft fürs nächste Item. Hier danach wahrscheinlich PT oder GA, also wahrscheinlich PT. Aber ich sehe nicht, wie ich LDA hier brauche. Es kann aber nicht sein, dass die beide da sterben, no. Kann das sein? Das war halt der schlechteste Nash aller Zeiten, den wir gerade hatten, im Übrigen. Ah, ich weiß nicht, Bro. Muss das wirklich? Ich meine, jetzt ist Freeno. Ist auch dead. Kann der Ornus nicht tanken? But no way that we are not tanking that. Hat doch getankt, oder nicht? Oder bin ich blind? Ist ja sicher, dass der One einfach getankt hat, no? Er hat legit Tower und ist einfach rausgelaufen und hat mich getötet. Das ist disgusting. Wie kannst du so bad sein, Alter? Ich wollte gerade sagen, ich dachte schon, ich bin lost, aber der One hat einfach Tower gehabt und ist einfach rausgelaufen. Der hat. Krieg ich legit keinen Schaden durch den Tower? Null. I don't know, davon kann ich halt, davon kann ich doch schon ausgehen, oder? Dass ich auf Master 300 RP, dass mein Ohren dann einfach den Tower denkt, wenn ich einen Freakle hab. Ah, nice, wenn ihr den kennen, okay. Dein Soul Lane zu am Rennen, ja, Support auch, alle drei terrible. Der einzige gute Spieler mit dem Team ist Katus. Die sind richtig bad. Jetzt starten sie, Nash. Ja, das ist dead. Ich würde den geben. Ich würde legit geben. Ich würde legit einfach geben, Jungs. Gebt den Nash ab. Bitte, gebt den Nash ab. Warum müssen wir jetzt ein 5 gegen 4 fighten? For what reason? Der Vekatus holt ihn einfach for fun. Nice. Können wir jetzt enden? Mitte. Ja, der ist tot, GG. Bitte. Macher bist du, Bro. Bist ein scheiß Macher. Immerhin habe ich einen fucking Jungler gehabt, sonst ist das Game einfach nicht winnable. Wenn ich hier nicht 4 Owners kriege, sind das alles Hurensöhne. So unverdient für die, ja, für all drei Spieler. Top Mitte und Support haben extrem schlecht gespielt. Komplett unverdient für die, das Game zu gewinnen.